Bei uns im Studio Herbert Grönemeyer, herzlich willkommen. Danke, hallo. Du hast eine neue EP gemacht, die heißt Ö. Was soll das? Ja, wir fanden den Titel sehr treffend. Der bringt, sagt alles über die Platte, weil es ist sehr viel Ö auf der Platte. Und ansonsten ist es nur eine grafische Lösung, wo an einer Seite hängt die Haarsträhne runter beim Ö und, in der, und die Punkte liegen nicht oben drauf auf dem Ö, sondern in dem Ö. Also wir haben das für sehr witzig gehalten und deswegen heißt die Platte Ö und wir finden das auch sehr genau. Also einfach Ö, ganz einfach. Genau. Es gibt noch was über die neue Platte. Jetzt anlässlich der Udo Jürgens Geschichte, wo ein Lied von ihm verboten wurde. Auf deiner Platte soll auch so ein Lied drauf sein, was wahrscheinlich auch verboten wird oder schon verboten ist. Und du hast die Erfahrung ja schon gemacht. Zwei Lieder von dir, Lachen, Lächeln, nee, Lächeln hieß es, und Tanzen sind schon mal verboten worden. Und jetzt wieder, stört das eigentlich einen Künstler, wenn so Lieder verboten werden? Ja, sicher, lustig findet man das nicht. Also sie sind nicht verboten worden hier in Deutschland, sind aber verboten worden für die Goethe-Institute im Ausland, weil sie ein falsches Bild von Deutschland darstellen. Und ich finde es schon sehr anmaßend und sehr frech, dass sich irgendwelche Volksvertreter anmaßen, den Titel auf den Index zu setzen. Finde ich eine Unverschämtheit. Und ich habe jetzt ein Lied geschrieben über die christlichen Parteien, weil ich finde, auch christlich hat in Politik auch nichts zu suchen. Und dass die Lieder indizieren, ist einfach eine Frechheit und zeigt, wie anmaßend und überheblich die inzwischen geworden sind, die Leute. Also, es gibt noch andere Lieder auf der Platte und vor allen Dingen das, was wir jetzt sehen, ist nicht verboten, nicht indiziert. Hier ist Herbert Grönemeyer. Was soll das? Sein Pyjama liegt in meinem Bett. Sein Kamm in meiner Bürste steckt. Was soll das? Was soll das? Seine Schuhe stehen in Reih und Glied. Ein Anblick, den man gerne sieht. Was soll das? Grönemeyer und was soll das? Herbert, kaum hat man ein deutscher Künstler eine einigermaßen erfolgreiche Platte gemacht in Deutsch, fragen die Leute, wann gibt's die denn in Englisch? Ja, weiß ich nicht. Also bei mir, ich für meinen Teil kann nur Deutsch texten. Ich bin froh, dass ich die Texte hinkriege. Fällt mir eh nicht so leicht. Wenn man jemanden findet, glaube ich, also wenn man es wie ein Film oder wie ein Buch sieht, das man übersetzen kann, oder wenn man jemanden findet, der in Englisch einem das so transportiert, dass es eben irgendwie Deutsch, den deutschen Inhalt auf eine andere Sprache transportiert, finde ich das okay, soll man das probieren. Aber ich für meinen Teil werde sicherlich nicht mal weiter Deutsch texten. Und wenn sich was ergibt, dass ich jemanden finde, ich arbeite mit jemandem zusammen in England, der das schon probiert seit einer geraumer Zeit. Und wenn man das irgendwie hinkriegt, kann man das mal probieren. Aber ich sehe mich, ich bin Deutsch, spreche hier Deutsch und kriege das so gerade hin, dass du denkst, also ich lasse es dabei. Man kennt dich auch als Schauspieler oder viele wahrscheinlich vor allem als Schauspieler. Was denn da so angesagt in der Zukunft? Weiß ich nicht. Also an sich ist nichts angesagt, jetzt ist die Tour angesagt, die Platte ist gerade fertig, man ist froh, ich lebe auch irgendwie nicht so, also dass ich jetzt so weit vorausplane. Wenn die Tour vorbei ist und ich mich erholt habe und dann im Herbst sich was anbietet, was sich lohnt zu drehen oder im nächsten Jahr oder in 3 Jahren, werde ich das drehen, aber es gibt zurzeit keine konkreten Pläne. Aber du fährst schon zweigleisig weiter? Ich fahre so vor mich hin, ja. Ja, alles klar. So, jetzt sagt der Herbert noch seine Lieblingsgruppe an, ganz schnell. Ja, ich wollte unbedingt die Bee Gees ansagen, das ist das nächste Lied, heißt Angela.